Freunde und herzlich willkommen zurück zu zu der Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. In der letzten Folge sind wir durch den Slalom des Todes durch und sind gleichzeitig den Nazguls ausgewichen mit unseren vier Freunden hier und haben dann mit den Elben und Tom Bombadil die Hügelgräber vernichtet. Und jetzt geht's ab auf die Fähre. Los geht's! How far to the nearest crossing? The Brandywine Bridge. 20 miles. I don't think we should be here. Okay. Jetzt sagt mir nicht, reach the Prancing Pony. Okay. Das muss ja dann hier irgendwo sein. Guck mal, da ist ein Loch. Da ist eine Wand. Dann würde ich sagen, da vorne ist es irgendwo. Gehen wir mal abseits der Wege. Oh. Natürlich kann man wieder nicht an dem Baum vorbei. Wieso? Oh. Mich würde interessieren, wo der Eingang zu diesem Dorf... Warte mal, da brennt was. Wo ist das denn? Wo ist denn der Tor? Ich wette mit euch, dahinter ist das Prancing Pony. Leck mich doch. Da ist es. Oh, endlich Tor. Guten Abend. Ich wette, am Ende müssen wir mit der Stadt verteidigen. Das wäre ja mal was Witziges. Aber wir kriegen gerade die ganze Stadt ver... Das sind Hobbit-Höhlen! Was? Wie geil ist das denn? Ich habe den zweiten Eingang auch noch. Oha. Okay, wir sind wohl angekommen. What do you want? A little more caution from you. There's no time to carry. Carry nothing. Indeed. Why? Are you frightened? Yes. Not nearly frightened enough. I know, don't you? You're no longer with the wizard, Frodo. They're coming. They are coming. Und es gibt ein Horn, was auf einmal schellt. Nett abgewandelt. Das werden eh gleich die Morgul-Einheiten, wenn ich mich nicht... Defense the Prancing Pony from the Black Riders Assault. Was soll ich denn machen? One ring answers to Sauron alone. Hm. Kann ich? Ja, du kannst es gar nicht ändern. Alle zu mir! Wir kommen! Steady on, lads, out of there! Nazgul Attackchen will. I am seen those there. Okay, ich muss mehr von diesen komischen Teilen da. Wo sind hier noch Sachen da? Nazgul attack will resume. Oh nee. Geht das weiter? The Northern Kingdom was destroyed long ago. We do not stop till nightfall. Beeilt euch! Das funzt irgendwie nicht. I know, don't you? They broke
There are a few of us left. I'm going to have a look around. Retreat to the pony! Quick! Wo sind meine Defender? Oh shit, ich hab keinen Plan, wie ich hier gerade die Karte bewege. Hodges, be ready. Bob, Ball, Rora. Jo, wohl das. So ein paar von denen noch ausbilden. Warum kann ich bei dem? Ah, jetzt kann ich da was ausbringen. Nice. Das Haus kriegt Damage voll. Nazgul have entered da unten auch noch jetzt, oder was? Ah, da bilden sich jetzt zum Glück Einheiten aus, volle Wäsche. To your right. No, your other right. A time may come for battle without you. Ich hab verloren, scheiße. Die Banner sind zerfetzt und die Gefallenen bedecken das Land. Ja, das ist nicht so einfach, wie es ausschaut. Oh shit, nee. Nee. Sag mir nicht, dass ich den ganzen Scheiß nochmal machen muss. Wenn ja, dann könnt ihr mich mal alle gerne am Arsch lecken, ne? Continue. Load. Es gibt da kein... Ich hätte speichern sollen, oder? Ich werde, wenn ich jetzt Replay Mission mache, muss ich alles von vorne machen, oder? Dann müssen wir alles von vorne beginnen, was ich gerade eben erarbeitet habe, oder? Ach, ihr könnt mich doch alle mal am Arsch. Na gut, Freunde, wir sehen uns dann, nachdem ich das alles hier nachgeholt habe. Okay, bis gleich. Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Vergiss es, ich bin dumm im Schädel. Wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben fast. Wir sind kurz vor Bre. Und ja, ist ja letztes Mal nicht so gut gelaufen, sagen wir es mal so, ne? Schauen wir mal, wie es diesmal läuft. Ich habe ein Bierle jetzt mittlerweile im Plus, weil ich weiß noch schnell Abendessen. Und ja, schauen wir mal, ob man mit Bier besser spielt als ohne Bier. Ne? Ich habe keinen Plan. Aber wir können mal gucken. Gibt es diese Punkte von Anfang an? Gibt es. Aber sie sind feindlich. Aha, aha, aha. Und dieses Feld... Da ist der Dancing Pony. Und da ist der Eingang, der nachher voll angegriffen wird. Und hier irgendwo waren die Flags dann, aber die muss ich mir noch anschauen. Aber yo, ich würde mal sagen, Prost, ne? Ich würde Aragorn vor der Tür stehen lassen und die anderen rumlaufen lassen. Und dann schauen, dass ich alle zu Dancing Pony vereinen, zu einem großen Heeren. Das reicht doch langsam. Vor allem, wir können nur Hobbits ausbilden, wenn ich mich nicht irre, ne? Puff. Run for your lives! They're attacking the city! Mirna! Irgendwo waren diese Flaggen. Beeilung! Schneller, Samwise! Schneller!
These folks are dead. Halt mir! Quick, fire! Steady on, lads! The safety! Whoops! Release those guards! So, und dich tun wir direkt auf den Dancing Pony setzen. Auf Le Dancing Pony, siehst du ja. Alright, lads, put down your drinks. There's trouble brewing. Und die sollten eigentlich relativ schnell eingenommen sein. Oh, warte mal, Ding. Town's guard reported. Eventually. Archers, Schwertkämpfer. Okay. Wir bringen alles in Ordnung. Den haben wir schon. Hierher. Fearless Tuckborough Archers ready for orders. Ich glaube, das war's dann auch schon. Einfach sammeln und gegen die Heere der Dunkelheit vorgehen. Ich hätte das Auenland nie verlassen sollen. Was ist jetzt passiert? Die Banner sind zerfetzt. Und die Gefallenen bedecken das. Nein! Er ist was? Mir ist ein Hobbit gefallen. Und ich hab wieder den. Ich hab wieder nicht gespeichert. Ich muss wieder nur die Scheiße durch. Mann! Ich bin ans Auto speichern gewöhnt. Jetzt habe ich noch. Ich habe so gut die Verteidigung prepared. Mann. Schaut, wie das diesmal aussah im Gegensatz zum letzten Mal. Och, hack die Fresse. Na gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das nochmal versuchen und diesmal speichere ich. Die Taktik war nicht schlecht, ich hätte als erstes die an dem Tor einnehmen sollen, weil da sind sie drüber gegangen. Und das war das Problem, glaube ich. Da sind die Hobbits zu schnell gefallen. Beziehungsweise rein theoretisch hätte ich es auch unsichtbar machen können. Wäre auch nicht doof gewesen, aber ja. Dann alles am Dancing Pony verteidigen, weil wenn ich das verliere, habe ich verloren. Weil dann alles beim Dancing Pony zusammensammeln, dass ich dort ein starkes Heer habe und dort auch alle auf einmal heilen kann. Und allen Buff geben kann. Das ist der Plan. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.